In gewisser Hinsicht ist der Kindergarten hier das wichtigste Projekt, denn er bringt hier die Menschen auf den Hof. Er bringt die Kinder auf den Hof und erfüllt alles mit Leben. Und ist auch das erste Projekt, was hier sich angesiedelt hat. Ja, und ein Platz, wo viele Kinder sind, ist einfach ein lebendiger Platz. Und ich denke mal, das zeichnet uns auch ein bisschen aus. Rainer Holz kam zur Jahrtausendwende auf den Hof Medewege. Er hat die Gärtnerei aufgebaut. Der Biohof am Stadtrand von Schwerin ist ein besonderes Projekt. Hier gehört nicht alles nur einem Landwirt. Hier ziehen Gastronomen, Bäcker und Landwirte an einem Strang. Als ich hier das erste Mal auf das Gelände fuhr, wurde ich von einem unserer Landwirte mit einem klapprigen Auto abgeholt und fuhr auf ein riesengroßes Gelände mit lauter dunklen alten Gebäuden. Die Anbauflächen gab es schon. Es gab auch die Menschen, die gesagt haben, ja, was hier eigentlich fehlt, was hier gebraucht wird. Und einige einfache Maschinen gab es. Und es gab einfach einen Wohnraum, sodass ich sagte, ja, das ist was, womit ich anfangen kann, weil meine Ansprüche auch nicht so hoch sind. Aber die Stimmung war eigentlich gut und dann dachte ich, das passt. Die Stimmung ist auch heute noch gut. Wer auf den Hof kommt, spürt diese Energie, gerade im Frühjahr und Sommer. Die Böden ernähren nicht nur Rainer Holz Familie, sondern noch 20 Angestellte, die nach den Demeter-Kriterien Gemüse und Salate produzieren. Maschinen gehören zum Alltag dazu. Idealismus und Pragmatismus, das passt auch auf einen Biohof, der aber immer wieder von den Altlasten eingeholt wurde. Also die Rahmenbedingungen waren durch die Lage unseres Hofes im Großen und Ganzen sehr günstig. Aber es hat sehr lange gedauert, bis wir diese Hürde genommen haben, diese vielen sehr alten, teilweise ruinösen Gebäude, bis wir das alles wieder in Schuss gebracht haben. Seit ein paar Jahren läuft es nun. Neben dem Kindergarten ziehen auch das Hofcafé, der Hofladen und die Gärtnerei jeden Tag Gäste und Kunden an. Die Nähe zu Schwerin ist ein klarer Vorteil. Gemüsebauer Holz mag die Vielfalt des Hofes Medewege. Ich kann jeden Mittag meinen Espresso im Hofcafé trinken und das mache ich auch. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass der Hof auch ein Abnehmer meiner Produkte ist, nämlich das Hofcafé. Im Hofcafé wird also mit den Produkten aus der Gärtnerei gekocht. Die Bäckerei, die verarbeitet die Salate und Tomaten von mir im Sommer. Der Hofladen bietet meine Produkte an. Das gefällt mir sehr gut. Der Hof Medewege ist mehr als ein Biohof. Er ist ein Mikrokosmos, auf dem es immer wieder neue Projekte zu entdecken gibt. Alex Jahn arbeitet nicht nur für das Hofcafé und den Hofladen. Als Surfer begann er vor einiger Zeit, seine eigenen Bretter zu bauen. Natürlich umweltschonend auf dem Hof. Rainer Holz freut's. Also ich denke mal, gerade an dem Beispiel von dem Surfbrettbauer kann man wunderbar sehen, wie so ein Platz wie hier Menschen anzieht, die was vorhaben. Also so ein ökologisches Surfbrett aus Holz, was trotzdem im High-End-Bereich angesiedelt ist. Wo findet man sonst sowas? Wo passt das besser hin als auf dem Biohof? Also wo, wenn nicht hier? Der Hof Medewege ist einer von 240 Demonstrationsbetrieben ökologischer Landbau. Diese Betriebe öffnen ihre Türen für alle Interessierten und zeigen, wie der Ökolandbau in der Praxis funktioniert. Das Netzwerk ist ein Projekt im Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert.